Lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns anschauen, was erwartet dich im Sommer. Ohne Zeitangabe, also das ist jetzt nicht irgendwie 2024, 2025, sondern wirklich, du kannst es dir immer wieder anhören. Du kannst auch sagen, ich höre es mir an in ein paar Monate und dann verwirklicht sich das tatsächlich im Sommer, ja? Oder du schaust einfach, was passiert ist im Sommer, okay? Bitte bedenke auch, dass es kollektiv ist, wie ich das immer sage und wieder erwähne. Hör dir auch die anderen Sternzeichen an, also dein Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lieber Stier, legen wir los, ne? Ich bin da wirklich selber auch sehr wunderwitzig bei jedem Sternzeichen, was die Karten uns geben. Mal schauen, mal gucken, ne, was sich hier verwirklicht, ne, was hier passiert für den Sommer. Wenn wir jetzt so achten, die Zeit geht wirklich schnell vorbei. Das sind nur noch ein paar gequetschte Monate, ja. So, schauen wir uns mal für dich, lieber Stier, was dich so erwartet. Was für dich eine wichtige Rolle spielt. Wow. Guck dir mal die Karte an. Die darfst du selber übersetzen. Du hast hier Glück, Abundanza, Fülle. Also hier fühlt sich dein Leben. Das kann gut sein, du hast wirklich Glück in der Liebe. Du kannst aber auch sagen, Glück bei der Arbeit. Ne, du bist auf Arbeitssuche, du hast ein Projekt, du möchtest jetzt das vollenden. Du kannst aber auch sagen, ab und zu mal spiele ich etwas. Ja, und dann kann man hier sagen, das Glück ist auf deiner Seite. Ja, wir haben hier etwas Schönes. Das ist jetzt positiv gemeint, was dich erwartet. Natürlich kann ich dir jetzt nicht sagen, lieber Stier, es läuft alles blendend im Sommer. Du wirst gar keine Probleme haben. Aber die, ich sag mal so, die Startenergie ist sehr positiv. Ja, hier ist eine beglückende Situation, die dir auch Freude bringt, indem du auch glücklich sein wirst. Es kann aber auch gut sein, dieses Glück hängt mit jemand anderem zusammen. Also es muss ja nicht immer das eigene Glück sein. Man kann sich auch für andere Menschen freuen. Also das ist klar, für einen guten Freund, für einen Sohn, eine Tochter. Also das ist ja klar, wenn jetzt jemand irgendwie ein Haus kauft und als Freund... So, lieber Stier, kurze Unterbrechung, Speicherkarte überfüllt, private Legungen, die Liebeslegungen, die so lange sind. Ich habe das gar nicht gemerkt, ich war schon bei der nächsten Karte. Ich werde jetzt ganz kurz zusammenfassen. Ne? Ich hoffe, dass ich alles nehme, was ich schon gesagt habe. Also, das Glück ist auf deiner Seite. Das ist hier eine erfüllende Situation. Ne? Das könnte beruflich sein. Du wartest irgendwie auf einen Anruf. Du wartest irgendwie auf ein Dokument, in dem du weitermachen kannst. Oder du hast irgendwie ein Projekt gestartet und es läuft hier sehr gut. Also ich sage jetzt nicht, lieber Stier, dass du gar keine Probleme hast oder dass du gar keine Probleme haben wirst, ja. Ich sag mal so im Sommer. Aber man kann sagen, dass das Glück auf deiner Seite ist und nicht nur du. Also nicht nur du, lieber Stier. Es kann auch gut sein, es geht hier um eine Person, die du liebst. Es geht hier um eine Person, die dir nahesteht. Ja, und diese Person passiert etwas Schönes und du freust dich. Wir wissen das ganz genau, die Stiere haben das auch an sich, ne, dass sie sich auch für ihre Mitmenschen freuen. Ja, das kann ja in der Familie sein, das kann ja aber auch gut sein, es kündet sich hier eine Geburt an, du wirst Oma, Opa, das kann gut sein, eine Hochzeit, eine Taufe, irgendetwas, ja, indem es hier auch deine Freude erweckt, würde ich sagen. Ja, nicht nur das Glück, auch deine Freude. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich bin jemand, der spielt, ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt, nur das ist klar, irgendwo hat es dann, wie sagt man das, nicht mehr aufgenommen. Aber das könnte ja sein, dass du vielleicht mit dem kleinen Geld auch, ja, etwas gewinnen könntest. Also ich bin jemand, der sagt, man kann auch mit einem Euro gewinnen oder 2 Euro maximal. Man braucht jetzt wirklich nicht übertreiben, ja, weil das ist dann nicht mehr Schicksal, das ist dann nicht mehr deine Mansion, sondern du gibst mehr aus, ne, als du gewinnen könntest, würde ich sagen. Okay, so, ich schau mal, du nimmst mir hier auf. Wir kommen jetzt hier zu der nächsten Energie. Was erwartet dich im Sommer, ne? Mal schauen.
lieber Stier, für dich im Kollektiven. Also das sind jetzt die Tarotkarten, also für mich sind das eher Orakelkarten, die hier uns sehr viele Informationen geben, was dich erwartet. Was erwartet dich, Ritter der Kelche? Okay, Glück, Freude, Abundanza, Fülle und Ritter der Kelche. Vorhin ist eine andere Karte rausgekommen. Ich glaube, das war die 5 der Münze, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Natürlich ist die jetzt wie positiver, aber die 5 der Münze kann ja auch gut sein. Also da stand drauf, nur dass ihr das wisst, für diejenigen, die vielleicht jetzt doch resonieren mit 5 der Münze, dass Schwierigkeiten kommen werden, aber du wirst das schaffen. Du weißt ganz genau, Hindernisse sind auch dazu da, um zu wachsen. Ja? Und hier hast du jetzt aber Ritter der Kelche. Okay? Also stell dich auf eine Zeit ein mit viel Harmonie und Zufriedenheit. Ja, das ist dann wahrscheinlich Schicksal. Aktuell brauchst du dir um nichts Sorgen zu machen und du darfst einfach mal rundum alles genießen. Happy Time, Happy Life. Love Letter. Wärme und Geborgenheit werden euch den siebten Himmel zeigen. Love, love, love. Also hier natürlich könntest du auch sagen, ich finde die Liebe meines Lebens. Ich gönne mir diese Zeit mit diesen Menschen, den ich gefunden habe, aber das ist eine schöne Zeit für dich. Du interessierst dich hier für dein Hobby, dass es dir gut geht, du findest wieder die Harmonie, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen um dich herum. Also es ist wirklich es kündigt sich eine schöne Zeit. Ja? Wie gesagt, wir hatten ja auch 5 der Münzen. Ich habe es jetzt erwähnt, also ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Karte gezogen. Ich denke aber auch, lieber Stier, es läuft nicht immer alles glatt. Auch wenn die Karten jetzt positive Dinge zeigen, heißt es nicht immer, dass alles positiv läuft. Es gibt auch der 50% von uns, der auch Hindernisse hat. Und Hindernisse gehören genauso im Leben dazu. Wir nehmen so, wie das ist. Ne? Und es ist ja klar, dass du das schaffen kannst, dass du diese Stärke hast, weil die Karte hat es ja auch gesagt, also es ist wichtig, dass man auch diese Stärke zeigt im Leben, dass man sich beweist, ja, dass man alles schaffen kann. Ne? Also es ist nicht einfach, aber man kann alles überqueren, wenn man nur diesen Willen hat. Also sehr schön miteinander. Jetzt schauen wir mal mit den Lavendelkarte. Die dürfen nicht fehlen. Was erwartet dich im Sommer? Ne? Was erwartet dich? Hier sehr selbstständige Energie. Du hast hier mehrere Chancen, mehrere Angelegenheiten. Kann ja auch gut sein, du hast nicht nur einen Prinz oder eine Prinzessin, die auf dich wartet. Du könntest hier mehrere Personen haben, indem du wählen könntest. Indem du sagst, okay, diese Person gefällt mir mehr, diese Person gefällt mir weniger. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, bin ich wählerisch. Nein, das hat damit zu tun, dass du dich entscheidest für dein Glück. Für die Person, die zu dir passt. Wenn wir jetzt hier über die Liebe sprechen, wenn wir jetzt aber hier über Jobangebote reden, könnten hier auch sich Dinge präsentieren, indem du eine Beförderung bekommen könntest, indem du einen Weg bekommst, indem du dich zeigen kannst. Ja? Das kann aber auch gut sein, du wirst sehr unsicher sein bezüglich, was will ich machen? Wie rum will ich mich drehen? Wohin möchte ich hin? Ne? Also das ist hier alles diese andere Part von der Karte. Ne? Wir haben immer eine positive Seite und eine, sag mal so, weniger positive. Aber das heißt nicht, dass es jetzt hier negativ ist, um Gottes Willen. Lieber Stier, es geht nur hier um eine, wie sagt man das, eine Lösung zu finden, ja, indem wir glücklich sind, indem wir das wählen, was für uns richtig ist. Ja? Und ich denke, dieses Wählen, diese Entscheidung hat auch mit wichtigen Aspekten in deinem Leben zu tun. Natürlich, du könntest ja sagen, Katja, wenn ich mich jetzt nicht für das Richtige entscheide, wenn ich jetzt nicht hier eine Wahl treffe, hängt davon meine Zukunft ab. Also ich könnte mir hier vorstellen, dass du quasi im Sommer auch detaillierte Schritte machen wirst, wichtige Schritte, die dann später auch sozusagen, das ist deine Ernte. Also was wir hier sehen können, in dem Dreh rum ist schon die Ernte da. Deswegen habe ich auch das in dem Dreh rum gemacht, weil wir tatsächlich immer diese Vollmond, dann Neumondphasen und wir legen ja irgendwo an. Und deswegen sind es die Samen, die du ernten wirst. Was hast du angelegt? Wo hast du dich konzentriert? Und ich denke, du hast dich hier gut konzentriert. Natürlich wird es nicht immer einfach sein. Lieber Stier, nichts ist einfach.
Ne? Die Seele nimmt nicht den leichten Weg. Also die meisten, wo eine starke Seele haben, die eine wichtige Mansion haben, suchen sich nicht das leichte Weg aus. Und ich denke, du wirst das schon sehen, wohin dich deine Seele hinführt. Ja? Und auch wenn du jetzt mehrere Angelegenheiten hast oder mehrere Personen vor dir, wirst du dich für das Richtige entscheiden, weil du das auch von Herzen machst. Weil du hier auch dich wohlfühlen willst und die Harmonie suchst. Ne? Also hier für eine Liebessituation könnte ich sagen, du hast ja das Recht, auch glücklich zu sein. Du hast ja das Recht, die richtige Person anzuziehen. Ne? Also das wünsche ich jedem, der sich danach sehnt. Aber nicht nur die Liebe. Hier kann auch die Arbeit eine richtige, wichtige Rolle spielen. Ne? Das ist ja klar, dass der Stier auch darauf achtet, dass die Arbeit auch stimmt, dass das Geld auch stimmt. Ne? Also ich denke, man kann beides haben. Man kann wirklich alles haben. Man muss nicht immer nur eins haben. Man sollte sich auch daran gewöhnen, dass mit der Zeit bekommt man alles hin. Aber Geduld. Ne? Man kann nicht immer alles schnell, schnell haben. Okay, schauen wir mal mit dem Lassi Billa, was sie uns preisgeben für den Sommer, was dich erwartet, lieber Stier. Du nimmst mir hier auf, ja. Die springen. Ladro. Oh, oh, oh. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Militare. Gar nicht so angenehm. Aha, jetzt wird es aber angenehm. Jetzt, du wirst hier siegen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Habe ich das dir nicht mal gesagt? Wahnsinn, Wahnsinn, ich krieg Gänsehaut. Ich habe dir, glaube ich, schon mal gesagt, lieber Stier, du hast irgendwo einen Feind. Du bist gerade nicht willkommen in einer Situation. Also ich weiß jetzt nicht, ist es hier ein Familiendrama, ist es bei der Arbeit? Das ist wie wenn jemand hier nicht von der Türe reinkommt, vom Fenster. Jemand möchte dir hintergehen, jemand arbeitet hinter deinem Rücken. Und du bist eine Person, die eigentlich sehr seriös ist. Du bist eine Person, an die man wirklich zählen kann. Also wenn man dir eine Aufgabe gibt, bist du leal. Also du hast diese Loyalität, okay? Du bist jemand, der die Dinge löst. Du bist nicht jemand, der mogelt. Also normalerweise macht das der Stier nicht, ja? Der Stier ist jemand, der wirklich sich konfrontiert. Guck mal, wieso sage ich das hier? Dies Butter, hier ist irgendwie zwei Meinungen, die verschieden sind. Also es kann gut sein, dass du im Sommer eine Situation haben wirst, in dem du erfolgreich gewinnen wirst. Also es kann ja auch gut sein, dass es eine Rechtslage, ja, tatsächlich eine Rechtslage, in der du irgendwie verurteilt wirst oder irgendwie etwas geschoben wird dir in die Schuhe, das gar nicht deine Schuld ist. Und du wirst hier erfolgreich sein, du wirst hier gewinnen, weil es ist wie wenn du eigentlich so ehrlich wie nie warst. Also dir steht das zu, du hast nichts Schlimmes gemacht. Im Gegenteil, man hat sogar hinter deinen Rücken agiert, würde ich hier sagen. Natürlich kann man hier auch über eine Liebessituation reden, ja, dass vielleicht jemand doch nicht so ehrlich war. Und anstatt er oder sie es dir ins Gesicht gesagt hat, ist diese Person von deinem Leben einfach so gegangen, ohne dir eine Antwort zu geben. Und das ist wirklich nicht korrekt. Und du wirst mit dieser Situation abschließen. Also du wirst la tua pace, deinen Frieden finden. Also das ist schon hart. Ich weiß, lieber Stier, wahrscheinlich hat das auch... Deswegen habe ich vorhin auch 5 der Münzen gehabt, weil das sind ja Hindernisse. Also alles hängt hier zusammen. Verstehst du das, lieber Stier? Ich denke, dass du aber von dieser Situation, was es auch immer ist, ein Streit oder es könnte auch gut sein, lieber Stier, dass du hier irgendwie mit jemandem dich konfrontierst, ja, und diese Person ist aber nicht ehrlich, sagt nicht ehrlich das, was er denkt oder was sie denkt und lieber handelt er oder sie hinter deinem Rücken. Ich kann das dir jetzt nicht sagen, wer diese Person ist, aber vielleicht kannst du das ahnen. Und diese Lösung wird kommen, also du wirst hier erfolgreich sein, du wirst wahrscheinlich siegen gegenüber dieser Person. Wie gesagt, das kann auch beruflich sein. Das ist ja eine Kompetition, dass du gegen diese Person antretest.
Ja, dass du eigentlich beweisen willst, dass du für diese Stelle gut bist. Also wenn wir jetzt hier das beruflich umsetzen, sagen die Geistführer, das ist wie wenn du die Stelle bekommst. Wie wenn du hier erfolgreich sein wirst, weil du diese Stelle verdienst. Du hast alles gemacht, du hast geschwitzt, du hast vielleicht Überstunden gemacht. Du bist derjenige oder diejenige, die wirklich am Abend da saß und die Rechnung gemacht hat, was es auch immer ist. Das ist metaphorisch gemeint, ja, dass du das verstehst. Aber diese Stelle, la Vittoria, dieser Sieg gehört dir. Also ich sage es wieder, das war, glaube ich, auch bei der Legung in April, wenn es mich nicht täuscht, dass du auch so eine Art von Legung hattest. Und wieder bekommen wir hier etwas mit, wie wenn jemand hinter deinem Rücken agiert. Also sei vorsichtig, lieber Stier. Das ist klar, wenn man irgendwie gut ist in dem, was man macht, vielleicht auch Gas gibt. Ich weiß ja, der Stier wirklich ist jemand, wenn es um eine berufliche Situation geht, wenn es geht darum, sich zu beweisen, beweisen sich die Erdelemente. Also nicht nur Stier, sondern auch Steinbock und Jungfrau. Also ihr seid Menschen, die wirklich 100% geben an Arbeitsstelle. Und du könntest eine davon sein, oder einer, du kannst ja auch ein Mann sein, dann könnte es auch gut sein, dass hier einer sich für dich streitet. Könnte ja auch gut sein, rein theoretisch, ne? Weil diese zwei Karten, Disput, also das sind wie wenn zwei Männer sich für eine Frau streiten. Und im Endeffekt kannst du auch sagen, ich will keins von beiden. Mit keins von beiden komme ich zurecht. Also das ist tatsächlich so, lieber Stier, egal wie rum es geht, egal wie die Situation ist, du wirst erfolgreich sein, weil du stehst im Rechten. Du hast alles richtig gemacht. Du hast dich gut benommen. Du hast jetzt hier nichts Falsches gemacht. Überhaupt diese Person, die sich hier geschlichen hat. Kann ja auch gut sein, du setzt das jetzt um. Du sagst, der Stier gegenüber mir. Du schaust jetzt diese Legung und sagst, boah, der Stier war richtig gemeint. Das ist voll die hinterhältige Dame, der hinterhältige Mann, der mich ausgenutzt hat. Natürlich kann das auch gut sein. Ich kann jetzt nicht sagen, du bist ein Engel, lieber Stier. Aber was ich jetzt hier sehe von den Karten ist, dass du dich hier gut benommen hast. Ne? Eine Person hat sich hier recht benommen. Und die andere zahlt die Konsequenzen. Verstehst du das? Hier könnte das auch ein Rechtsstreit sein. Und das Glück ist auf deiner Seite. Das ist wunderschön. Wahrscheinlich wirst du dann den Samen sehen, den du gelegt hast. Dass hier etwas wächst. Dass hier auch eine Liebessituation gut zu Ende gehen kann. Dass du aber auch sagst, die Harmonie kehrt wieder in meinem Leben. Frieden, nach dem, was ich mich sehne. Ja, also sehr, sehr schön. Du nimmst mir hier auf, ja, ich möchte nicht umsonst reden. Das hat mir schon gereicht vorhin. Ne? Ich habe schön die 5 der Münzen erklärt. Und dann rede ich und dann gucke ich da, oh nein. Okay, da habe ich mir gedacht, okay, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Also ich denke, alles hat einen Sinn, lieber Stier, ne? Okay, schauen wir mal mit diese schönen Weisheitskarten, was dich erwartet. Das sind wirklich sehr wenige Karten. Das hat sich umgedreht, die allererste. Die sind ziemlich neu, die kleben auch immer ganz am Anfang. Wow. Schau das dir mal an. Du kannst selber das übersetzen. Ne? La compassione. Also, das ist ja die Liebe für sich selbst, aber auch das Mitleid für anderen. Also nicht das Mitleid, wenn du sagst, oh mein Gott, ich habe jetzt Mitleid für die anderen, sondern ich kann mich in den anderen hineinversetzen. Guck mal, was für ein gutes Herz. Also du hast wirklich ein gutes Herzen. Du bist wirklich eine gute Person. Lieber Stier, kein Wunder, dass du hier erfolgreich bist. Kein Wunder, dass du hier diesen Gewinn hast, dass du hier triumphierst, weil du das verdienst. Weil du hier, hai un cuore puro, du hast ein gutes Herz, wie sagt man das, ein unschuldiges Herz, kann man so sagen. Ne? Natürlich, keiner ist unschuldig, aber du hast wirklich etwas Gutes in deinem Herzen und du verdienst hier das Beste vom Beste. Also ich denke, das kann ja auch eine Rechtslage sein. Ne? Also falls das so ist, würde ich hier einfach jetzt mich positiv einstellen oder irgendwie einen Streit bei der Arbeit. Du diskutierst hier mit Arbeitskollegen und oh mein Gott, du sagst, ich kann diese Person nicht mehr ausstehen. Vielleicht wird sie auch gekündigt. Vielleicht könnte hier jemand una barriera, eine
eine Grenze setzen zwischen euch zwei, vielleicht dich auch verstellen, also in eine andere Stelle oder diese Person woanders versetzen, damit ihr nicht mehr diskutiert. Also ich denke, wie ich ja schon das bestätige, dass du hier im Rechten bist, ja? Dass du hier eigentlich alles richtig gemacht hast. Also der Erfolg ist auf deiner Seite, das Glück ist auf deiner Seite und die Fülle, okay? Natürlich auch diese Fülle hast du in deinem Herzen, ja? Also hier könnte auch eine schöne Liebessituation entstehen mit einem Ritter der Kelche. Ja? Also du hast hier Wasserelemente, Fischelein, Skorpion, Krebs. Mal schauen, mit welchen Sternzeichen du zu tun haben wirst. Oder halt quasi, das könnte ja auch dein Aszendent, Mond oder Venus sein. Alle Erdelemente, also sagen wir hier wieder Stier, Steinbock, Jungfrau. Wir haben hier Widder. Und wir haben hier Urano, also wir haben hier Wassermann. Wir haben hier diesen Feuerelement, wir haben auch den Neumond in Widder, das ist klar. Und wir haben hier Pluto, der darf nicht fehlen. Leute, der kommt überall raus. Das ist Wahnsinn, wie oft wir Pluto sehen. Pluto ist wirklich wie so, er schmiert sich überall, wie so Sand am Meer. Ne? Überall ist er zu sehen, weil er überall sein möchte. Ja? Also Skorpion hast du hier auch. Das nimmt auch wieder diesen Ritter der Kelche, falls es dir etwas sagt. Du hast wirklich eine wunderschöne Legung. Natürlich ist nicht immer alles perfekt. Aber ich denke, du verdienst hier das. Du bist hier im Rechten, mach weiter so. Lass dich nicht von dieser Person irgendwie runterkriegen. Du wirst hier erfolgreich sein, weil du ganz genau weißt, wie korrekt du bist. Ja? Wie du eigentlich nicht hinter den Rücken agierst von Menschen. Im Gegenteil. Ne? Also du bist sehr direkt. Also ich finde das toll. Eigentlich in der höchsten Vibration ist der Stier nicht ein hinterhältiger Mensch. Überhaupt nicht. Ne? Kann jedem passieren, dass er mal irgendwie einen Fehler macht. Aber das ist ja auch menschlich. Ne? Okay, so, das war deine Legung, ja, für den Sommer. Wie gesagt, das lassen wir offen, ja, weil wir wissen ja nicht, das kann ja gut sein, du erlebst die Situation auch jetzt oder du wirst es bald erleben, nicht unbedingt im Sommer. Wir wissen ja ganz genau, Sommer, Ende Juni, Anfang Juli bis Ende August, Anfang September könnte das sich in Haus ziehen. Ha? Okay, ich freue mich, lieber Stier. Ja, einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Einen Feedback. Ich lese euch immer wieder, das ist klar. Und wie gesagt, das ist auch wichtig, weil die Legungen sind ja extra für euch. Ne? Ich freue mich immer. Und natürlicherweise nehmt das immer mit Leichtigkeit, weil das ist kollektiv. Ja? Nehmt nur das, was ihr umsetzen könnt, was mit euch resoniert, was ihr Gänsehaut bekommt. Also so mache ich das, wenn ich Gänsehaut kriege oder wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist schon, das ist meins, ich fühle das, dass es so sein wird, dann nehmt es. Wenn nicht, dann lässt es sein. Ja, das muss ja nicht immer sein. Okay, pass auf dich auf. Ich wünsche dir wirklich, dass hier das so wird. Lieber Stier, toi toi, mach's gut. Ciao.